Wie der Frosch im Kochtopf, der ins kalte Wasser geworfen wird und dann erwärmt man den Kochtopf langsam immer mehr und weil der Temperaturanstieg so gering ist, merkt der Frosch nicht, was mit ihm geschieht und er kommt nicht auf die Idee, aus dem Topf zu springen, bis es zu spät ist. Ja, diese Anekdote, ich weiß gar nicht, ob das biologisch stimmt, aber es wurde oft erzählt und die stimmt dieses Mal auf jeden Fall auf den Menschen bezogen, auf den deutschen Untertan. Wir wissen es ja, in Deutschland gibt es keine Opposition, außer jene, dass wenn man ihr zustimmt oder mit ihr aktiv ist, man als Nazi degradiert, diffamiert, denunziert und diskriminiert wird. Und jetzt also ist es amtlich geworden, es gibt eine neue Behörde, der angeblich auf dem sogenannten Digital Service Act der EU basiert und es handelt sich dabei, jawohl, um Trusted Flaggers. Ja, es gibt eine Bundesbehörde jetzt, also es sind ja jetzt Bundesländer zuständig genau genommen, aber diese haben jetzt, also in einem ersten Bundesland gibt es das jetzt also, tut mir leid, dass ich meine Augen hinter der Brille verstecke, ich weiß, manche Zuschauer möchten gerne in meine braun-grünen Honigäuglein schauen, aber das ist mir nicht so möglich, weil ich gleichzeitig auch auf diesen Bildschirm schauen muss, in diesem heißen Kenia mit 30 Grad. Und jetzt also ist es so, dass eben die ersten Trusted Flaggers ernannt wurden, Trusted Flaggers, vertrauenswürdige oder besser gesagt Kennzeichner, denen man vertrauen kann. Das heißt das. Also mit anderen Worten, es ist einfach es ist Orwellscher Neusprech. Oder? Sie müssen den Namen schreiben, dass sie vertrauenswürdig sind, dass sie nicht mal vertrauenswürdig, ihnen wird vertraut, Trusted Flaggers. Und es klingt dann so, als würden sie nur etwas kennzeichnen, aber in Wahrheit zensieren sie. Aber sie lagern die Zensur aus an die sozialen Medienplattformen. Und das ist also Trusted Flaggers, das ist eine staatlich finanzierte Meldestelle, die illegale Inhalte, sogenannte Hass und Hetze sowie Desinformation im Internet zur Löschung bringen soll. Ja. Und es gibt auch Staatsrechtler, die noch selber denken und den Mut haben, sich zu äußern und die sagen, das ist absolut nicht nur grenzwertig, das ist grenzüberschreitend, weil es eine Beweislastumkehr gibt. Neu muss der Bürger beweisen, dass das, was er sagt, dass seine Meinungen oder Meldungen, die er von sich gibt, nicht illegal sind. Also kann man sich das vorstellen? Das heißt, es gibt eigentlich ein Zensurverbot, wie in der Schweiz, das heißt, Zensur ist verboten, heißt in Deutschland, eine Zensur findet nicht statt. Ja. Und sie findet streng genommen nicht statt, weil diese Trusted Flaggers, die kennzeichnen Artikel, die zum Beispiel du geschrieben hast, und melden das X oder Facebook. Und dann müssen die complyen, also sie müssen diese Inhalte löschen. Das ist nicht freiwillig, weil wenn sie es nicht tun, weil sie vergessen, dass etwas tatsächlich oder übersehen, dass etwas tatsächlich strafbar ist, dann kann die Firma mit bis zu 6% ihres Umsatzes, nicht Gewinns, ihres Umsatzes bestraft werden. Und was hat das zur Folge? Das hat zur Folge, dass natürlich die sozialen Medienplattformen in allermeisten Fällen einfach sagen, im Zweifel für die Zensur. Weil es eben, was heißt Hass und Hetze? Das sind schwammige Begriffe. Wenn ich sage, Politiker XY wird von der Brücke hängen, ist das ein Mordaufruf? Oder ist es einfach nur eine Meinung? Ist es und so weiter? Und all diese auch weniger harschen Formulierungen kann man jetzt einfach so sehen, dass sie irgendwie die Gesellschaft in Unruhe versetzen könnte. So ungefähr heißt das da. Und jetzt gibt es also die Meldestelle Respect, ist eine Stiftung zur Förderung der Jugend in Baden-Württemberg. Und das wird die erste offiziell benannte Anlaufstelle werden. Das schreibt alles die Epoch Times übrigens, ein sehr gutes alternatives Medium, wie ich immer mehr erkenne. Und
Sie wird erste Anlaufstelle für Hass und Hetze im Internet. Und die Bundesnetzagentur, die übrigens Habeck unterstellt ist, ließ die Organisation als ersten sogenannten Trusted Flagger gemäß dem EU-Gesetz für digitale Dienste zu. Da wird übersetzt Trusted Flaggers mit vertrauenswürdiger Hinweisgeber. Ja, so heißt der Neusprech. Und das sind, die sind also staatlich organisiert. Und das Krasse ist eben, dass alles auf dem Digital Service Act basierte, bereits Ende 2022 verabschiedet wurde. Und es geht immer weiter. Also nicht nur gegen Hassrede soll vorgegangen werden, auch gegen Desinformation und Falschinformation. Oder? Und das alles unterstellt dem deutschen Wirtschaftsministerium, das im Moment von Habeck kontrolliert wird, einem grünen Linksextremisten, der selber durch unzählige Falschinformationen und Hass und Hetze aufgefallen ist. Und jetzt heißt es da, Zitat, Plattformen sind verpflichtet, auf Meldungen von Trusted Flaggern sofort zu reagieren. Illegale Inhalte, Hass und Fake News können zügig und ohne bürokratische Hürde entfernt werden. Das hilft, das Internet sicherer zu machen. Ja, sicherer zu machen, sicherer zu machen für wen? Ich kann es euch sagen, für wen? Für die Machthaber. Und einzig für die Machthaber. Und wenn da immer geredet wird, man muss Hass unterdrücken, man muss für Sicherheit sorgen und so weiter, dann kommt das mit der Kinderpornografie und dem islamistischen Terrorismus und so weiter immer die gleiche Scheiße. Mit dem gleichen Vorwand werden wir eben im Kochtopf von immer heißerem Wasser umgeben und die Leute schauen einfach zu, gäbe es nicht eben unabhängige Medien wie Epoch Times oder Stricker TV. Und jetzt stellt sich die Frage, eben, was soll eine Plattform machen mit schwammigen Begriffen wie Hass und Hetze? Soll man das jetzt also auch zensieren? Und dann sagen sie, nein, nein, das nicht. Also die Pressemitteilung heißt, nein, nein, nur illegaler Hass und illegale Hetze, was immer das sein soll, weil Hassen ist erlaubt. Es ist mein absolutes Recht, Habeck zu hassen. Meine Gefühle gehören mir. Aber im Gesetz, also in der Pressemitteilung, heißt es, nein, nein, nur illegale Hass und Hetze. Aber im Gesetzestext, da steht das nicht. Ja. Das ist das Krasse. Mit anderen Worten, die sozialen Medienplattformen, also auch Facebook, wo Mark Zuckerberg jetzt gesagt hat, sie seien da überbordet, sie hätten da zu sehr nachgegeben, jetzt kommt aus der EU ein unheimlicher Druck. Ein unheimlicher Druck, auch auf Elon Musk zu, im Zweifel halt Inhalte zu löschen, weil sie sonst mit Milliardenstrafen gebüßt werden können, weil es eben nach dem Umsatz geht, nicht nach dem Gewinn. Ging es nach dem Gewinn, hätte X nicht viel zu befürchten aufgrund dieser illegalen Boykottaufrufe oder illegalen organisierten Boykotte, so muss man es sagen, sind illegal organisiert, kartellmäßig organisiert, schreibt der X im Moment gar keine Gewinne. Und jetzt kommt's. Es gibt einen Leitfaden, nachdem eben diese Trusted Flaggers, das sind das am Schluss einfach irgendwelche Studentenarschlöcher, Staatstreue, die statt zu arbeiten für den Staat vom Computer sitzen und Willkür walten lassen wollen, zensiert werden soll unerlaubte Rede, Diskriminierung, Hassrede. Negative Auswirkungen auf den zivilen Diskurs oder Wahlen. Also bereits das. Negative Auswirkungen auf Wahlen sind zensurwürdig. Und was heißt negative Auswirkungen auf die Wahlen? Wenn die Herrschenden das definieren. Ich würde sagen, das sind negative Auswirkungen, wenn sie den Grünen schaden. Ja, dann sind es negative Auswirkungen. Aber nachher, wenn jetzt Baerbock durch BlackRock ersetzt wird, also Merz gewählt wird und die nächste Marionette dort dran ist, dann ist es halt dann die CDU, CSU, die dann bestimmt, was negative Auswirkungen auf den Diskurs oder die Wahlen sind. Stellt euch den Aufschrei vor, die AfD wäre in irgendeinem Bundesland an der Macht und würde sagen, wir zensieren jetzt Dinge, die negative Auswirkungen auf den zivilen Diskurs oder Wahlen haben. In anderen Worten, alles, was den zivilen Diskurs überhaupt anregt,
was die Leute überhaupt zum Reden bringt, das ist Hass und Hetze. Weil meistens ist es ja Kritik, dass die Leute zum Reden bringt. Kritik am Staat, Kritik an den Behörden, Kritik an Firmen. Und das macht negative Gefühle. Und das schadet dem zivilen Diskurs. Ausländische Informationsmanipulation und Einmischung soll zensiert werden. Und jetzt Informationsmanipulation mit dem Ziel, die Integrität und den Wahlen von den Ausgang von Wahlen zu beeinflussen. Also Informationsmanipulationen, die den Ausgang von Wahlen beeinflussen. Wisst ihr, was eine Inhaltsmanipulation ist oder eine Informationsmanipulation ist? Jede Wertung des kalten, harten, nackten Fakts ist eine Informationsmanipulation. Wenn zum Beispiel jetzt Baerbock sagt, Saudi-Arabien müsse LGBTQ jetzt quasi endlich den Weg freimachen, dann ist das, wenn der Spiegel zum Beispiel schreibt, es ist höchste Zeit, dass Saudi-Arabien das tut, dann ist das eine Informationsmanipulation, oder? Und wenn die Gegenseite sagt, Saudi-Arabien solle gar nichts machen, dann ist es auch eine Informationsmanipulation. Dasselbe ist natürlich auch bei Wahlen. Wenn jetzt zum Beispiel bei Trump Burger serviert, dann wäre es ja bereits eine positive Wertung dieses Burger-Servierens, die eine Informationsmanipulation darstellen würde. Also ist mit anderen Worten, Tür und Tor wird geöffnet, man kann alles zensieren, was man will. Und jetzt kommt's: nicht einvernehmliches Verhalten, nicht einvernehmliche Nutzung von Bildern, auch da, was heißt nicht einvernehmliche Nutzung von Bildern, von Politikern zum Beispiel, nicht einvernehmliche Inhalte oder die Deepfake oder ähnliche Technologien enthalten und die Merkmale und Eigenschaften eines Dritten nutzen, das macht die ganze Satire verboten. Ja, das ist ein Satireverbot, weil heute mit KI oder anderen Methoden, mit Zusammenschnitten, kann man ja Baerbock zum Beispiel bloßstellen, weil sie keinen Satz gerade sprechen kann. Unglaublich. Und jetzt Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, zensurwürdig, Provokation oder Anstiftung zu Beginn einer Straftat, die öffentliche Sicherheit gefährdet. Das ist ein doofer Satz, weil eine Straftat ist verboten und natürlich muss man das zensieren. Aber das sollen Richter entscheiden und nicht soziale Plattformen, weil das ist das Problem. Man kann ja nicht jeden Fall, jeden Satz auslegen. Und oft ist es der Ausgang 50-50. Ja. Und da gibt es nach jeder Rubrik den Punkt Andere, was dann auch darauf hinweist, dass diese Liste, die ich euch jetzt vorgetragen habe, nicht mal abschließend ist und das weiter und dass eben das frei weiter ergänzt und erweitert werden kann und man eben die Willkür noch weiter ausweiten kann. Und die Bundesregierung argumentiert, dass nach dem Digital Service Act zu dieser Regelung sogar verpflichtet sei. Ja, wir wollen es ja nicht machen, aber wir müssen es machen. Der deutsche Leitfaden geht aber weit über diese Vorgaben von DSA hinaus. Ja. Also jetzt gibt es Auskunftsanordnungen auch in Facebook und so weiter. Und Epoch Times hat die Bundesnetzagentur um eine Antwort auf die Kritik gebeten, die sagt, dass es eben nicht nur rechtswidrige Inhalte seien, die die Trusted Flagger aufgreifen würden. Und dann hat die Bundesnetzagentur geantwortet, es gehe ausschließlich um rechtswidrige Inhalte. Eben der Presse sagen sie, nein, ausschließlich Illegales. Aber wie wohl will dieser willfährige Untertanenstudent der Gender Studies wissen, ob ein Satz illegal ist oder nicht? Nein, das muss eben, ja, da muss dann einfach der Konzern selber wissen, was er macht und im Zweifelsfall extrem enge Grenzen setzen, wenn er nicht mit Milliardenbußen bestraft werden will. Was natürlich einfach ist auf einer Plattform, wo hunderte Millionen Menschen unterwegs sind. Wie will man verhindern, dass da Dummes passiert, Illegales passiert? Das wird immer geschehen. Ja. Und dann... Und jetzt ist es eben so, der eigene Irrsinn ist ja der, jetzt kann es sein, dass du geflaggt wirst und jetzt musst du klagen, als ein Artikel von dir verschwindet und du musst klagen, aber nicht gegen diese vertrauenswürdigen
Kennzeichner, sondern du musst gegen Facebook klagen und gegen X klagen. Ja, viel Spaß. Weil, das schreibt Epoch Times auch zu Recht, da wird jemand zitiert, ein anderer Anwalt, jene, die spezialisiert sind auf diese Art von Klagen, die sie mit solchen Großkonzernen aufnehmen, die sind sehr, sehr teuer. Und selbst wenn du einen Prozess gewinnst, wird dir in so einem Fall nur ein Teil der Prozesskosten ersetzt, weil eben die Anwälte, die teuer sind, eben dann im Stundensatz reduziert werden und die Differenz du selber tragen musst. Das habe ich ja selber erlebt. Wenn du einen guten Anwalt willst, dann gewinnst du einen Prozess, aber hast trotzdem tausende Franken Schulden. Und das machst du ein paar Mal und dann hörst du auf, dagegen zu klagen. Natürlich könnte man jetzt sagen, Facebook könnte oder X könnte es den anderen extrem leicht machen, mach eine Anzeige und X würde dann vor dem Richter gar nicht richtig argumentieren und würde quasi dann freiwillig einknicken. Aber trotzdem, das kann tausende oder hunderttausende Fälle geben, wo eben dann diese Dinge gelöscht werden. Zum Beispiel eben gerade vor Wahlen, das ist in 2 Monaten Wahlen, dann wird das gelöscht. Und jetzt musst du auf dem Rechtsweg erklagen, dass du das stehen lassen darfst, dass das wieder veröffentlicht werden muss. Und auch wenn jetzt X oder Facebook nach der ersten Instanz sagen, okay, wir schalten sie wieder auf, sind die 2 Monate längst vorbei. Und die Wahlen sind entschieden. Ja. Also das in dubio pro reo, das gilt nicht mehr. Und jetzt kommt's. Das Bundesministerium, das hat eine Ausführung gemacht, ein Sprecher hat da gesagt, die Entscheidung zum Entfernen von Inhalten treffen alleine die Plattformen. Wenn eine Plattform entscheidet, Inhalte aufgrund von Meldungen zu entfernen, kann die Entscheidung von einer außergerichtlichen Streitbeilegungsstelle oder einem Zivilgericht überprüft werden. Weder die Bundesnetzagentur noch der DSC oder Ministerien treffen diese Entscheidung. Und sie denken, sie seien so fein raus, weil sie eben nicht selber direkt die Zensur üben. Das wäre verfassungswidrig, aber dieser Umweg natürlich, das ist ein Umgehungstatbestand im klassischen Sinne, das ist natürlich nach meinem Empfinden genauso illegal, weil die Wirkung absolut identisch ist. Die einzelnen Bürger werden in der Rede gehindert, in der legalen Rede gehindert. Genau, weil in der Bundesnetzagentur haben sie auch diese Aussage widersprochen und auf der Website der Behörde steht nämlich, Plattformen sind gesetzlich verpflichtet, Meldungen von Trusted Flaggern prioritär zu behandeln und unverzüglich Maßnahmen wie zum Beispiel die Löschung der Inhalte zu ergreifen. Also sie widersprechen sich, oder? Also das Bundesministerium für Digitales und Verkehr sagt, ja, ist nicht unser Problem, das müssen die Plattformen machen, wir löschen gar nichts. Aber die Bundesnetzagentur sagt, die Plattformen seien verpflichtet zu handeln. Ja. Und laut BMDV kann von einer direkten Zensur keine Rede sein. Das stimmt auch, es ist indirekt, da der Vorgang der Löschungen durch privatwirtschaftliche Plattformbetreiber ausgeführt wird. Und dann führen sie noch aus, dass ein Zitat zivilisierter Umgang im Netz wichtig ist. Und jetzt kommt's. Zitat, antisemitische Terrorverherrlichung, islamistische Propaganda oder Aufrufe zum Genozid an Juden sind Grenzüberschreitungen, die wir in einer freien Gesellschaft nicht hinnehmen dürfen. Also wir sind keine freie Gesellschaft, wenn wir das nicht hinnehmen, das mal vorweg. Aber eben, wir sehen wieder, da werden die ätzendsten, schlimmsten Dinge genannt und am Ende werden aber dann ganz andere Dinge eben auch, die eben nicht groß umstritten sind. Wer will nicht Kinderpornografie verbieten? Wer will nicht islamistische Terrorhetze verbieten oder Morddrohungen verbieten oder Mordaufrufe verbieten? Jeder normale Mensch will das. Oder fast jeder. Es gibt ja auch normale Menschen, die einfach die eine noch reinere Form der Redefreiheit wollen, was auch legitim ist. Und eben, das ist das Problem. Was ist jetzt Desinformation? Absatz 104 des Digital Service Act erwähnt, dass mögliche negative Auswirkungen systemischer Risiken auf Gesellschaft und Demokratie etwa aufgrund von Desinformation eben unterdrückt werden müssen. Also mögliche negative Auswirkungen. Es muss doch schon möglich sein, dass etwas negative Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Demokratie haben kann. Und wenn wir ja sehen, dass die Bedeutungshoheit darüber, was Demokratie ist, ja vom Regime getragen wird, indem sie einfach sagen,
jede Partei, die echte Opposition ist, ist undemokratisch. Und wir demokratischen Parteien müssen zusammenhalten. Mit diesem Jargon, mit diesem Neusprech, können sie dann eben einfach alles, was die AfD zum Beispiel macht, einfach unterdrücken und verbieten. Ja. Und jetzt kommt das Beste. Es gibt sogar im Absatz 108 im Digital Service Act einen Krisenreaktionsmechanismus. Falls eine Pandemie oder ein Krieg ausbrechen soll, das war wahnsinnig Angst vor Pandemien, früher gab es ja alle 100 Jahre, jetzt rechnet man alle paar Jahre wegen dem Klima, ihr wisst schon. Falls eine Pandemie oder ein Krieg ausbrechen sollte, kann die EU direkt eingreifen und den Digitalkonzernen sofortige Maßnahmen abverlangen, um Beiträge, die eine schwerwiegende Bedrohung darstellen, Zitat, zu verhindern, zu beseitigen oder zu begrenzen. Und was ist eine schwerwiegende Bedrohung? Wir haben es bei Corona erlebt. Kritische Gedanken zur Injektion. Kritische Gedanken zur Maske. Weil die ja alle verantwortlich sind, dass dieses Teufelsvirus sonst um sich wütet, ja, und Sterbende sterben lässt. Ja. Das ist also das, da ist ein ausdrücklicher Absatz drin, dass man also dann, wenn das WEF wieder eine, oder die WHO wieder eine Pandemie ausruft, meistens im Zweiklang machen sie das, dann können noch viel eklatantere Maßnahmen ergriffen werden, weil dann ist medizinische Aufklärung, die über das, was die Bundesbehörden und Massenmedien ebenfalls im Zweiklang nach außen kommunizieren, jede Kritik an diesen Äußerungen ist dann Falschinformation, ist gefährlich und muss gelöscht werden. Und es gibt sogar einen CDU-Menschen, der Staatsrechter Wosgerau, der sagt, das sei ein eklatanter Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und Zensurverbot. Zitat, nach der Konzeption des Grundgesetzes hat die Meinungsfreiheit Vorrang, wird hingegen Geld gemacht, dass bestimmte Inhalte verboten oder auch strafbar sind, so muss von demjenigen, die das behaupten, ein Gerichtsverfahren angestrengt werden. Und da passiert eben genau das, was ich gesagt habe, du gewinnst den Prozess, aber ja, musst du es erstmal leisten können und auch das Gewinnen muss man sich leisten können. Und jetzt kommt noch das Beste. Müller teilt einen X-Beitrag, wonach 80%, ich weiß nicht, für einen Müller, egal, Klaus Müller, ein ehemaliger grüner Politiker und Präsident der Bundesnetzagentur, sagt, 80% der von Trusted Flagger gemeldeten Äußerungen laut BKA seien eindeutig strafbar. Was heißt eindeutig strafbar? Es ist nichts eindeutig in der Rüsterei. Und auch wenn es so wäre, warum hat man Sachen geflaggt, die uneindeutig oder zweifelhaft strafbar sind? Das sagt er ja selber, dass sie eben Willkür walten lassen. Dennoch wird, wie auch die Bundesnetzagentur aufführt, die tatsächliche Strafbarkeit erst durch das Gericht festgestellt. Im Umkehrschluss hieße dies, soweit die Datenlage stimmen sollte, dass gut 20% der Gewalt der gemeldeten Äußerungen nicht eindeutig strafbar seien. Das zeigt, dass von Professor Wosgerau beschriebene Prozedere durchaus möglich ist. Ja, und eben andere Verfassungsschützer machen Alarm. Fake News sei nichts anderes als ein Kampfbegriff. Er werde verwendet, wenn man versucht, unliebsame Meinungen aus dem politischen Diskurs zu verdrängen. Was in Deutschland geäußert werden darf, wird allein durch das Grundrecht der Meinungsfreiheit bestimmt. So war das. Das versuche man auszuhebeln, indem man jetzt Begriffe wie Fake News nimmt, um eben eine zumindest sprachliche Legitimation zu haben, um etwas zu machen, das von der Verfassung nicht gedeckt ist. Ganz im Gegenteil, etwas, was unsere Verfassung ja ganz bewusst verhindern möchte. Und jetzt kommt das Beste, ich muss es euch zeigen. Der hat geschrieben auf Ben Brake, ist Leiter der neu geschaffenen Abteilung Digital- und Datenpolitik. Der hat auf X geschrieben, zur DSA-Umsetzung in Deutschland kursieren gerade einige wilde Behauptungen. Da ist von der Zensurbehörde die Rede oder von zivilgesellschaftlichen Organisationen als Sprachpolizei. Nichts davon entspricht den Fakten. Und wenn man dann versucht, diesen Post anzuklicken, dann ist er gelöscht.
Kann man sich da ausdenken. Warum hat er ihn gelöscht? Weil er eben gelogen hat. Was soll es sonst sein? Ja. Wieder ein industrieller Komplex, der neu entsteht. Wir haben ja den militärisch-industriellen Komplex, wir haben den klima-industriellen Komplex, wir haben den pharma-industriellen Komplex, wir haben die migrationsindustrielle Komplex mit all den Anwälten und Sozialarbeitern und so weiter. Und hier haben wir einen neuen, und das ist der zensurindustrielle Komplex. Aber jetzt wird es dann ganz viele Mitarbeiter geben, die damit beschäftigt sein werden, einfach Dinge zu melden, die ihnen nicht passen. Und man wird schön dafür sorgen, dass Leute eingestellt werden, die nicht aufmucken und genau das tun, was man ihnen sagt. Und ich kann euch versprechen, es wird nie ein Habeck-Artikel oder ein Baerbock-Artikel oder ein Scholz-Artikel wegen Fake News gelöscht werden. Ja, weil diese Art von Manipulation der Wahlen, die ist ja durchaus gewünscht. Was für ein Drecksregime, das sich in Deutschland etabliert hat. Und eben die Leute glauben, wenn man BlackRock statt Baerbock wählt, sei so etwas wie eine Alternative da. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, aber der Rechtsstaat ist doch gewährt. Du kannst ja weiterhin klagen und dann dein Artikel stehen wieder. Das hat man ja auch bei Compact gesagt, dass Compact verboten wurde. Hat man gesagt, das ist doch kein Problem. Die können jetzt klagen und dann bekommen sie Recht. Und dann hat Compact geklagt und haben Recht bekommen. Aber der Schaden war eben da. Das kostet zigtausende oder wenn nicht hunderttausende Euro. Klar, in diesem Fall ist vielleicht noch positive Werbung dabei, aber wenn du einfach keine kommerzielle Maschinerie dahinter hast, keine Abonnemente verkaufen kannst, dann einfach als Privatperson gegen diesen Zensurapparat vorgehen willst, dann hast du verloren. Und netto ist die Rechnung auch sicher für Compact negativ. Da würde ich drauf wetten. Und ich habe mit einem Anwalt telefoniert von Compact. Ich glaube, er hieß Herr Dr. Vierfuß. Der hat mir gesagt, das ist wie wenn die Polizei an einer Demo jemanden niederknüttelt und man nachher sagt, ja, also die Polizei hat ihn niedergeknüppelt, aber er kann jetzt prozessieren und dann kriegt er vor Gericht Recht. Das ist keine Gerechtigkeit, das ist keine Rechtsstaatlichkeit. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, pluralistische Gesellschaft, all diese Konzepte, die wir alle so wahnsinnig lieben, eigentlich, die basieren immer noch auf einem gewissen Grad von Wohlwollen, von einer wohlwollenden Auslegung, von einer dezenten, zurückhaltenden Auslegung oder auf einem zurückhaltenden Einsatz des Polizei- und Justizapparates. Dass man im Zweifel sagt, das lassen wir. Der Staatsanwalt eben nicht so wie dieser Statthalter-Clown, der gegen mich auch prozessiert hat, und in zwei Instanzen verloren hat. Ich habe seinen Namen vergessen, Dalla Bona, Statthalter in Zürich. Das sind Aktivisten, aus meiner Sicht linksextreme Ideologen, die den Apparat zu Kriegs, als Krieg, die den Justizapparat als Waffe missbrauchen, um gegen unliebsame Staats- oder Linkskritiker vorzugehen. Und wenn man das macht, dann ist die Büchse der Pandora geöffnet. Weil das sieht man jetzt, wenn Trump gewählt wird, da könnte er genau dasselbe machen nachher mit den Demokraten, mit Adam Schiff, mit Pelosi und so weiter. Er könnte die alle über das Justizdepartement mit Klagen fluten, was ich gut fände, damit diese Arschlöcher die gleiche Medizin saufen müssen, die sie ja der Gegenseite ebenfalls einflößen wollen. Ja, das wäre eigentlich gut, aber besser wäre, dass beide Seiten eben wieder zur Vernunft kämen und sagen würden, wir sind zurückhaltend. Wir möchten nicht, dass ein amerikanischer Präsident strafverfolgt wird für etwas, weil er als Immobilienmakler etwas gemacht hat, was tausendfach schon passiert ist und kein einziger anderer Immobilienmakler dafür oder Immobilienhändler dafür bestraft worden ist. Oder? Mein Bush hat illegale Kriege angezettelt mit 500.000 toten Zivilisten oder mehr sogar. Es gab keine Prozesse. Und bei Donald Trump hat er legal einer Frau Schweigegeld gezahlt,
Und jetzt wird gestritten, ob er das über seine Wahlkampfkasse hat begleichen sollen oder über seine private Kasse. Und wie man es auch dreht, kann man es gegen ihn verwenden. Soviel ich weiß, hat er es privat gezahlt und hat gesagt, das sei eine illegale Manipulation der Wahlen. Er hätte das als Wahlkampfspende angeben müssen, damit, weil das ja dieses Schweigegeld zahlen, hat ja ihm im Wahlkampf geholfen, um Präsident zu werden. Jetzt kann man es aber auch umkehren und sagen, wenn er jetzt das über die Kasse, die Wahlkampfkasse gezahlt hätte, Moment, Trump ist Unternehmer, Trump ist Ehemann und er hat ja Wahlkampfgelder veruntreut, damit seine Frau oder er oder seine Geschäftspartner nicht herausfinden, dass er mit Porno-Prostituierten vögelt. Ihr seht, also man kann es immer gegen jemanden auslegen und wenn man eben den Staatsapparat hinter sich hat, passiert das ohne jedes Risiko. Da werden Fehlurteile gesprochen von Richtern, Willkürurteile und die Richter werden nie belangt werden. Staatsanwälte sind ein bisschen mehr gefährdet, aber ein Richter kann unglaublich willkürlich agieren. Am Schluss ist es die Freiheit des Richters, solche Entscheidungen zu fällen, wenn man ihm nicht ganz klar nachweisen kann, dass er bestochen worden ist. Und wie soll man das jemals können? Ja, und oft sind sie gar nicht bestochen. Sie wurden einfach so ausgewählt, dass eben die entsprechend Linksradikalen in die gewisse Ämter gehievt werden. George Soros Stiftung hatte dafür gesorgt, dass in unzähligen Bezirken in New York und anderswo in Amerika eben sehr, sehr Soros-treue Staatsanwälte hocken, die genau das Programm abspulen, das er nämlich will, nämlich eben eine Auflösung. Also nicht nur Soros will das, das ist die globale Elite, die das will. Sie wollen die Nationalstaaten auflösen und sie wollen die Bürgerrechte zurückdrängen. Sie wollen eine Weltregierung, aber nicht so eine Schwachmatenvereinigung oder so eine amputierte, nachtamputierte Organisation wie die UNO, sondern sie wollen die wirkliche Macht. Und die geht halt nur über die Unterdrückung der Bürger. Ja, das ist meine Erkenntnis nach 4,5 Jahren Recherche rund um Corona. Vor zwei Jahren hätte ich das alles noch nicht gesagt. Aber mittlerweile, es hat so viele Indizien dafür, die dafür sprechen, dass es darum geht, eben die Staaten aufzulösen, den Bürger kaputt zu machen und die globale parasitäre Elite zu fördern, zu stärken, weil es denen einfach Spaß macht. Wie heißt es so schön? Für den normalen Menschen ist die Welt ein Arbeitsplatz, für die Millionäre ist es ein Spielplatz und für die Milliardäre ist es ein Labor. Und damit das Labor nicht wild und ausufernd agieren kann, brauchen wir die freie Rede, die eben beinhaltet, nicht nur das Recht zu haben, zuzuhören, sondern eben auch nicht das Recht beinhaltet, zu reden, sondern eben auch das Recht beinhaltet, dem zuzuhören, dem man zuhören will. Das ist die Grundlage von Demokratie. Wenn wir glauben, der Mensch sei unmündig, der Mensch sei unmündig, selber zu entscheiden, ob jetzt ein Nazis oder ein Sozis, was oft dasselbe ist, zuhören will oder nicht, dann kann man nicht sagen, man sei ein Demokrat. Weil entweder glauben wir an eine Demokratie, da regiert das Volk und damit jemand, der regiert, die richtigen Entscheidungen treffen kann, darf es keine Instanz geben, die für ihn vorsortiert, welche Informationen er zur Bildung seiner Meinung zur Verfügung hat. Weißt du, ich bin so aufgewachsen, das, was ich erzähle, ist alles Gemeinplätze. Das ist nichts Originelles dahinter, was ich sage. Es ist nur mittlerweile mutig, solche Dinge zu sagen, weil die ganze Welt irgendwie gekippt ist, scheinbar, die veröffentlichte Meinung eben Hass und Hetze betreibt gegen Leute, die nur kluge Dinge sagen, wie, wenn ein Staat keine Grenzen hat, ist er kein Staat mehr. Ja? Oder ja, wenn der Bürger nicht selber entscheiden kann, wo er seine Informationen bezieht, dann haben wir keine Demokratie mehr. Das sind Gemeinplätze, absolut Normales. Da muss man auch intellektuell nicht wahnsinnig brillant sein, um auf solche Schlussfolgerungen zu kommen. Ich weiß gar nicht. Wisst ihr, woran man erkennt, dass wir in traurigen Zeiten leben? Wenn Menschen wie ich plötzlich zur intellektuellen Elite gehören. Ja. Und so scheint es ja zu sein. Okay, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.